Ja, nochmal einen wunderschönen guten Abend hier und herzlich willkommen hier aus München, aus dem Studio von Mobil in Deutschland. Und es freut uns sehr, dass dieses Thema E-Fuels so hohe Wellen geschlagen hat und so gut angenommen wurde. Wir haben 500 Anmeldungen über Zoom bekommen in wenigen Tagen und das hätten wir tatsächlich nicht erwartet. Und dazu haben wir uns entschieden, kurzfristig eben auch zu streamen auf Facebook auf mehrere Seiten, unter anderem eben auf die Seite von E-Fuels, der Sprit von morgen für Verbrenner. Und schön, dass Sie alle mit dabei sind. Wir sind ein Automobilclub, der sich besonders um die Themen der Autofahrer und um die Autothemen kümmert. Und das ist uns ein Herzensanliegen. Mein Name ist Michael Haberland und ich bin der Präsident dieses Automobilclubs. Und Mobilität ist uns einfach wichtig, und zwar heute und in Zukunft und mehr denn je. Und für diese Themen setzen wir uns eben einfach ein. Mobil in Deutschland ist aber nicht nur ein Automobilclub, der auch einen guten Service hat. Sie sehen es hier, ich mache das auch ganz kurz, diese Vorstellung nur, aber dass Sie einen ersten guten Eindruck von uns gewinnen. Und wir haben auch schon einige Preise gewonnen, weil wir so einen guten Service haben und anbieten. Aber wir setzen uns natürlich auch besonders für Autofahrer ein. Und obwohl wir schon fast 30 Jahre alt sind und 92 gegründet wurden, sind wir seit 2009 jetzt eben bundesweiter Automobilclub und damit eben sogar jüngster Automobilclub in Deutschland. Und weil uns aber Autofahrerthemen einfach am Herzen liegen, setzen wir uns besonders für Mobilität ein, gegen Fahrverbote wie beispielsweise Dieselfahrverbote in den Städten Stuttgart, Hamburg, was da alles um die Ecke kam, gegen ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen, gegen diese neue Euro 7-Norm, die da aus Brüssel kommen soll und im Grunde genommen nichts anderes bedeutet wie ein Verbrennerverbot, gegen die CO2-Steuer und eben für E-Fuels, dieses Thema. E-Fuels, der Sprit von morgen für Verbrenner. Und weil es so ein interessantes Thema ist, haben wir uns vier Experten heute mit an Bord geholt aus der Branche und aus der Politik, mit denen wir heute Abend darüber reden wollen. Und zuallererst freue ich mich, dass er sich die Zeit genommen hat, obwohl ich weiß, dass der Terminkalender von dir heute sehr voll war, Markus. Markus Blume, Generalsekretär der CSU. Markus, schönen Gruß hier aus München, nach München. Schön, dass du mit an Bord bist. Genau. Als nächstes Oliver Luksic. Er ist verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Und ich weiß, Olli, dass dir das Thema Auto und Mobilität immer sehr am Herzen liegt und du da auch immer einen schönen Beitrag dazu liefern kannst. Schöne Grüße nach Saarbrücken. Olli, schön, dass du da bist. Dann Lutz Leif-Linden. Er ist Generalsekretär des Automobilclubs von Deutschland. Übrigens der älteste Automobilclub in Deutschland. Und ich weiß, Lutz, dass dir das Thema Autofahrer und Auto und Mobilität auch sehr am Herzen liegt. Und dich treffe ich heute Abend in Frankfurt. Schön, dass du mit dabei bist. Guten Abend, Mike. Guten Abend, liebe Diskussionsteilnehmer und liebe Zuschauer. Und last not least, Herrn Dureit Elobeit. Er ist Präsident des Bundesverbandes Freier Tankstellen, also von der Branche. Und will uns dazu natürlich auch ein bisschen was Technisches dann dazu noch beitragen. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind, und zwar live aus Berlin. Herr Elobeit, einen schönen Abend. Wunderschönen guten Abend in die Runde. Und natürlich gibt es auch nicht nur die Möglichkeit, nee, Sie sollen auch mitdiskutieren und Fragen eben an die Experten stellen. Und liebe Zuschauer, wir haben 500 Zuschauer haben sich angemeldet für den heutigen Abend. Und da steht Ihnen meine Kollegin Nadine auch zur Verfügung und sie wird die Fragen in dem Chat im Nachhinein, die Sie stellen und stellen sollen, bitte auch dann eben entsprechend vorlesen und wir werden sie aufnehmen. Genaueres sage ich dann dazu aber nochmal. CO2-Neutralität ist ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit und wir alle sind ja betroffen und versuchen natürlich CO2 in irgendeiner Form einzusparen. Und zwar für unsere Zukunft, aber natürlich auch für die Zukunft unserer Kinder und der nächsten Generation. Wir haben aber gleichzeitig auch in Deutschland 48 Millionen
zugelassene Fahrzeuge, PKWs, die meisten davon Verbrenner. Und das Auto ist Verkehrsmittel Nummer eins in Deutschland. Das mag vielen wie den Grünen beispielsweise nicht gefallen, aber es ist so. Und gerade jetzt im Winter oder zu Corona-Zeiten noch viel mehr. Und um da auch gar keinen Zweifel aufkommen zu lassen, ich bin fest davon überzeugt, dass das Auto auch die nächsten 20, 30 oder 40 Jahre das Verkehrsmittel Nummer eins sein wird. In welcher Motor- oder Verbrennungsform sei dahingestellt. Wir müssen also das Thema CO2 vor allem technisch lösen. Und das kann man technisch, aber natürlich auch innovativ da einen deutlichen Beitrag dazu beitragen. Da ist die Industrie in den letzten Monaten und Jahren mit großen Schritten schon vorangegangen und hat Fahrzeuge produziert, die immer weniger verbrauchen, aber natürlich auch immer sauberer verbrennen. Aber natürlich kann man auch das Thema Kraftstoffe anpacken, eben Kraftstoffe, die nicht mehr fossil sind, sondern eben künstlich hergestellt werden und klimaneutral sind. Kraftstoffe, die CO2-neutral verbrannt werden können und der Atmosphäre sogar CO2 entziehen in der Herstellung. Sogenannte E-Fuels oder eben Elektrofuels oder, wie wir sagen, synthetische Kraftstoffe in den Diskussionen. Sie finden ganz viele Beiträge in den letzten Tagen und Wochen davon. Wir haben eine eigene Facebook-Seite dafür ins Leben gerufen, nämlich E-Fuels, der Sprit von morgen für Verbrenner, und waren selber überrascht, wie wahnsinnig interessant und auf welch großes Interesse das Ganze stößt und wie viele Fans wir in kürzester Zeit gewinnen könnten. Und deswegen auch Frage an unseren Politiker und den Generalsekretär von der CSU, lieber Markus Blume. Wie ist denn dein Beitrag oder euer Beitrag von Seiten der CSU, von Bayern, dir und Markus Söder genau zu diesem Thema? Kannst du da ein bisschen was dazu erläutern? Einen Beitrag von ein paar Minuten würden wir uns sehr freuen. Ja, lieber Michael Haberland, liebe Freunde des Automobils in Bayern, in Deutschland, ein herzliches Grüß Gott aus München. Vielen Dank, dass es möglich ist, in diesem Format zu diesem wichtigen Thema zusammenzukommen. Ich möchte, und das war ja gerade deine Bitte, tatsächlich mal gleich sehr politisch anfangen. Sehr politisch anfangen, weil natürlich im Moment die Corona-Pandemie alles bestimmt, aber es gibt eine Welt nach Corona. Und viele Fragen, die schon davor bei uns am Tisch lagen, die werden uns nach Corona vielleicht sogar noch umso mehr beschäftigen. Insbesondere auch die Frage, wie geht es mit der Mobilität und wie geht es auch mit der Automobilindustrie insgesamt weiter. Was mich schon lange vor Corona bekümmert hat, und das ist meine erste Botschaft, dieser Feldzug gegen Mobilität, der Feldzug gegen das Automobil, gerade auch von Seiten der Grünen, er ist am Ende wirtschaftlich zerstörerisch. Und deswegen ist es wichtig, hier ein klares Zeichen zu setzen. Mobilität und auch das Automobil werden auch in Zukunft ihre Bedeutung haben. Da wird sich vieles verändern. Und natürlich spielt der öffentliche Nahverkehr und der Schienenfernverkehr und alle anderen Formen von Mobilität eine riesige Rolle. Aber eine Welt ohne das Automobil, die kann und will ich mir nicht vorstellen. Und ich halte es für wichtig, dass wir als Politik eine technische Entwicklung, eine marktwirtschaftliche Entwicklung immer auch ergebnisoffen begleiten. Also dieser Feldzug gegen das Automobil, der schon vor der Krise falsch war, er darf sich jetzt auf jeden Fall nach der Krise nicht fortsetzen. Das Zweite ist, wir müssen sicherstellen, dass wir am Ende auch unsere Stärken, die wir im eigenen Land haben, pflegen. Die wir pflegen natürlich bei der Transformation der Automobilindustrie, die ansteht, die weltweit im Gange ist. Die Formen von Antrieben, sie verändern sich. Und natürlich, das ist gerade schon angesprochen worden, haben wir alle miteinander einen ganz großen Beitrag zu leisten, nämlich zum Klimaschutz. Da war die Automobilindustrie in den letzten Jahren ja tatsächlich nicht Nachzügler, sondern hat es geschafft, auch die ehrgeizigsten Normen tatsächlich einzuhalten. Und trotzdem sind wir noch nicht am Ziel. Trotzdem muss jeder Sektor einen zusätzlichen Beitrag erbringen, insbesondere dann, wenn wir am Ende das große Ziel der Klimaneutralität anpeilen. Wir werden es aber nicht erreichen, indem wir uns jetzt politisch, administrativ auf eine Antriebsform festlegen und erklären, das ist jetzt diejenige, die allein zum Ziel führt. Denn erfahrungsgemäß hat Staatswirtschaft, die besser wusste als die Kräfte und die Kreativität des Marktes und des Einzelnen, der Einzelnen,
noch nie zum Ziel geführt. Deswegen ist es so wichtig, Antriebsoffenheit, Technologieoffenheit zu pflegen. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass nicht nur das Auto Zukunft hat, sondern auch der Verbrenner. Ja, wir brauchen die fossile Wende und wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass oder wir müssen sicherstellen, dass wir unumkehrbar das Ende des fossilen Zeitalters einleiten. Das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass damit automatisch der Verbrenner am Abstellgleis steht, denn die Möglichkeiten von synthetischen Kraftstoffen mit dem hocheffizienten, energetisch sinnvollen Verbrenner beides zusammenzubringen, kann tatsächlich eine sehr spannende Option sein für die Automobilindustrie. Wir sollten diesen Ast jedenfalls nicht absägen, bevor wir ihn nicht sozusagen auf Tragfähigkeit geprüft haben. Deswegen meine zweite Botschaft, Technologieoffenheit, was Antriebe in der Zukunft angeht, ist ganz wichtig. Es gibt in der Welt im Moment niemand, der sagen kann, welche Antriebstechnologie sich in Zukunft durchsetzen wird. Und deswegen sollten wir auch versuchen, bei allen hoffnungsvollen Ansätzen mit dabei zu sein. Drittens, was können wir dazu beitragen? Das war deine Frage. Da darf ich auf das verweisen, was unser Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in den letzten Jahren bei diesem Thema wegweisend tatsächlich auf den Weg gebracht hat. Genau morgen wird die erste deutsche Wasserstoff-Vollversammlung stattfinden. Wasserstoff ist ja ein wichtiges Vorprodukt von synthetischen Kraftstoffen. Und am Ende gehört auch genau das zu dieser Antriebsvielfalt. Es ist entscheidend, dass wir nicht die technische Machbarkeit grundsätzlich hier fördern, sondern sicherstellen, dass wir erneuerbare Kraftstoffe, synthetische Kraftstoffe, E-Fuels, wie auch immer man sie nennt, dass wir sie großtechnisch erzeugen können und das heißt dann auch zu wettbewerbsfähigen Preisen. Deswegen gibt es ein großes Förderkonzept des Bundesverkehrsministeriums, das ja im Moment in der Vorbereitung ist, was unterm Strich auch mit Milliardenbeträgen unterlegt ist, um auf der einen sowohl Entwicklungsvorhaben wie auf der anderen Seite auch Erzeugungsanlagen zu fördern und sicherzustellen, dass wir nicht nur technisch wissen, wie es geht, sondern auch großtechnisch umsetzen können. Ich glaube, diese Option von erneuerbaren Kraftstoffen ist eine sehr entscheidende für die Wettbewerbsfähigkeit und auch für die Stärken unseres Wirtschaftsstandorts und auf der zweiten Seite auch eine Option für nachhaltige Mobilität in der Zukunft. Und das Schöne ist bei dem Thema, da schließt sich noch ein dritter Kreis. Denn wir haben ja alle auch das Thema Energie, Energiewende, was uns seit vielen Jahren beschäftigt. Wir haben so viel erneuerbare Energien wie noch nie im Moment am Netz. Und das heißt aber auf der anderen Seite, wir haben im Moment auch Zeiten, da haben wir mehr erneuerbaren Strom, als wir überhaupt verbrauchen können. Und zu anderen Zeiten, wie jetzt möglicherweise gerade, offensichtlich nur wenig erneuerbaren Strom im Netz. Das heißt, diesen Überschussstrom, der da entsteht, den großtechnisch zu speichern oder umzuwandeln, ist auch eine der fehlenden Verbindungen, einer der Missing Links bei der Energiewende. Und insofern, und deswegen darf ich das nochmal unterstreichen, halte ich das Thema E-Fuels, synthetische erneuerbare Kraftstoffe, für so bedeutsam. Es ist ein Schlüssel für Mobilität made in Germany und es ist ein Schlüssel für Energie made in Germany. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, braucht es hier große Initiativen, Wasserstoffinitiativen, erneuerbare Energieninitiativen im ganzen Land, nicht ideologische Scheuklappen, nicht Fixierung auf genau eine Antriebsform, sondern die technologische Offenheit, die in der Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass wir heute da stehen, wo wir sind und hoffentlich auch alle miteinander eine gute automobile Zukunft haben. Ja, vielen Dank, Markus Blume, für deine Ausführungen. Ich glaube, das haben viele von unseren Zuschauern und auch unsere Teilnehmer hier am Podium sehr, sehr gerne gehört. Schlüssel für eine neue Mobilität und für eine neue Energie in Deutschland. Ich glaube, ja, Einseitigkeit bringt uns da nichts. Übrigens etwas, was auch der neue CDU-Chef vor ein paar Tagen oder ich glaube sogar gestern in Baden-Württemberg gesagt hat, die Leute eben nicht zwingen, nach eine bestimmte Mobilität zu kaufen oder umzusetzen, sondern am Schluss gibt es wahrscheinlich mehrere Wege, die da zum Ziel führen. Und ich glaube auch, das Thema E-Fuels wird eine der Wege sein, wird uns noch lange Jahre begleiten.
Und deswegen finde ich es so wahnsinnig spannend und interessant, dass da etwas in Bewegung kommt und dass sich die Parteien dem Ganzen auch anschließen. Im Übrigen, Markus, so viel sei gesagt, es sind jede Menge Anfragen auch an dich oder Fragen an dich bereits hereingekommen. Ich sehe es im Chat. Also insofern freue ich mich dann auch auf eine schöne Diskussion mit unseren Zuschauern. Oliver Lukšić, ihr seid ja bei dem Thema in Sachen E-Fuels auch schon ziemlich stark unterwegs und die FDP engagiert sich da auch besonders stark, gerade in dem Thema Technikoffenheit. Was ist da dein Beitrag dazu und was würdest du anders machen, was würdest du ändern? Ja, lieber Michael, liebe Zuhörer, liebe Mitdiskutanten, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es ist ein ganz wichtiges Thema. Gut, dass wir darüber sprechen. Ein toller Impuls. Also das Kernproblem, kurz zusammengefasst, ist, dass wir sehr ambitionierte CO2-Ziele haben und der Mobilitätssektor hier zwar eine Reihe an Einsparungen gebracht hat, diese Effizienzgewinne aber quasi aufgefressen wurden durch die Zunahme des Verkehrs, sowohl bei Personen als auch beim Güterverkehr. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man diese Kurve hin, um CO2 zu minimieren? Und da gibt es halt im Moment zwei Denkschulen. Und wir haben im Moment eine regulatorisch sehr starke Ausrichtung auf die batteriegetriebene E-Mobilität, die mit Sicherheit in kleineren Fahrzeugen bei kürzeren Strecken auch ihren Sinn hat. Aber im Moment spielt das Thema E-Fuels eine eher untergeordnete Rolle. Das liegt an zwei Regulatorikrahmen. Das eine sind die sogenannten CO2-Flottengrenzwerte, wo das E-Auto mit null angerechnet wird und sogar einen Kredit gibt für die Hersteller, die das in den Markt bringen. Und das zweite ist die sogenannte Renewable Energy Directive 2. Da geht es, welche Quoten müssen beigemischt werden in den Sprit. Da gibt es jetzt zwei Denkschulen. Und ich und auch die FDP sind der Meinung, es ist sinnvoll, den Markt zu schaffen mit marktwirtschaftlichen Instrumenten für E-Fuels, damit eben, wenn es eine solche Quote gibt für eine solche Beimischung, der Preis schnell runtergeht. Und das hat einen doppelten Sinn. Zum einen erzielen wir sofort einen Effekt im Bestand. Und wir haben ja knapp 46 Millionen Pkw. Und selbst wenn 6 Millionen und mehr Elektrofahrzeuge in den Markt kommen, ist ja der Großteil des Bestandes immer noch mit Verbrennung. Also es macht A, Sinn, um die CO2-Ziele zu erreichen. Und es ist B, industriepolitisch ganz wichtig. Und ich bin in ganz engem Austausch mit der Automobilindustrie, vielen Zulieferern, habe das auch bei mir im Wahlkreis ganz stark. Und diese derzeitige Ausrichtung aufgrund der Regulatorik müssen die Hersteller Hybrid oder bald ganz batterieelektrische Fahrzeuge in den Markt bringen. Die sorgt für immensen Kostendruck, weil man damit im Moment noch kein Geld verdienen kann. Und wenn wir da ein Fenster öffnen, zum Beispiel so, wie es die Schweizer machen, die erlauben, dass man im Rahmen dieser CO2-Gesetze die Verwendung von E-Fuels anrechnen kann, dann würde der Markt entstehen und das würde, sage ich mal, auch dem Verbrenner eine Perspektive geben. Da mache ich mir, wie gesagt, Sorgen, ob das BMW ist, Daimler, die auch perspektivisch ja den Verbrenner nicht mehr in Deutschland weiterentwickeln wollen, wurde ja auch gerade angekündigt, gab ja die Schlagzeile München und anderswo. Also insofern ein dringendes Thema von zwei Seiten her. Also wir haben zum einen das Thema des Bestandes. Die Gegenseite hat die sogenannte, ich nenne es mal Champagner-Theorie, hat es der Cem Özdemir genannt. Die sagen, E-Fuels ist was ganz Teures, was ganz Seltenes. Und das muss man aufheben für wenige Sektoren wie Flugzeug, wo die Batterie auch auf absehbare Weise, auch von denen, die ganz auf die Batterie konzentriert sind, keine Chance für eine Batterie sehen. Und ich bin, wie gesagt, eher der anderen Meinung, wir müssen diesen Markt für E-Fuels schaffen, sowohl um es in die Breite zu bekommen, um direkt überall Effekte zu haben in Sachen Nachhaltigkeit und natürlich auch industriepolitisch das Sinn macht. Wir merken ja, es gab gerade einen Brief von 60 Wissenschaftlern auch an die Bundeskanzlerin, wo die ein solches Plädoyer gemacht haben, weil eben gerade, wenn man auch mit der Industrie spricht, diese Ausrichtung relativ einseitig ist. Es kommt ein bisschen Bewegung in die Debatte. Das merken wir gerade an einem Bundesratsantrag aus Baden-Württemberg, der gar nicht so schlecht ist, wo es darum geht, jetzt bei dieser Umsetzung, die gerade ansteht, in nationales Recht eine Beimischung, eine Quote zu haben, entgegen der Bundesgrünen übrigens. Also insofern eine ganz wichtige Debatte, die da gerade derzeit läuft. Also wir haben vereinfacht gesagt im Moment zwei Hebel, bei denen wir ansetzen müssen. Ich glaube, das muss jetzt auch sehr zeitnah gemacht werden, damit auch weiter
investiert wird in die Weiterentwicklung des Verbrenners. Du hast eben zu Recht gesagt Euro 7, also das ist im Moment die vorherrschende Denkschule, den Verbrenner so unattraktiv machen, damit er auch nicht mehr weiterentwickelt wird und die Industrie auch quasi gezwungen ist, nur noch mit Hybridfahrzeugen beziehungsweise mit batterieelektrischen Fahrzeugen in den Markt zu kommen. Das ist im Moment eben dieser Anreiz da über die Flottengrenzwerte. Deswegen müssen wir da ein Ventil öffnen, damit synthetische Kraftstoffe auch dort in den Markt kommen und zum Zweiten diese Anreize schaffen in der sogenannten WET 2, in der Umsetzung in nationales Recht. Das sind also zwei Hebel, damit wir das breit in den Markt bekommen, damit der Preis runtergeht, es bezahlbar wird. Das macht Sinn für Nachhaltigkeit, weil wir damit den Bestand adressieren. Und es eröffnet auch industriepolitisch für uns eine ganz wichtige Perspektive, weil wir hier ganz komplexe Wertschöpfungsketten haben in Deutschland, wo ich mir gerade Sorgen mache, gerade die ganzen Zulieferer, die an dem Verbrenner dranhängen, die brauchen diese Perspektive, sonst wird diese super Spitzentechnologie aus Deutschland ein Stück weit abgewickelt. Das kann nicht sein. Also insofern wichtig, dass wir heute drüber reden. Ich bin auch zusammen mit der FDP da voll der Überzeugung, dass wir hier auf Technologieoffenheit setzen, auf marktwirtschaftliche Instrumente, damit wir dies in den Markt bekommen, und freue mich auf die Debatte und auf die weiteren Beiträge. Vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank, Oliver Luksic, für einen Beitrag für die FDP-Bundestagsfraktion. Ich freue mich, dass FDP und CSU hier so nah zusammen sind, und freue mich da auch auf weitere Diskussionen, auf weitere inhaltliche Beiträge. Wir wollen ja auch nur einen kleinen Beitrag heute dazu liefern, aber wir haben festgestellt, eben dieses Thema ist wirklich jetzt absolut erst am Anfang. Und vielleicht noch in die Runde hinein, wir haben mal gefragt über unsere Facebook-Seiten, kennst du das Thema E-Fuels, sagte das Thema synthetische Kraftstoffe etwas, und tatsächlich viele, na gut, wir sind einigermaßen autofahreraffin, die meisten Leute finden das sehr, sehr interessant, was sich da tut, und sind sehr interessiert vor allem. Also dieser Button, ja, ich bin sehr interessiert, wurde also allzu häufig geklickt. Deswegen. Lutz Leif-Linden, als Vertreter des, als junger Vertreter des ältesten Automobilclubs in Deutschland. Was willst du trinken, ja? Ja, genau. Nehme ich immer gerne. Was fasziniert dich an dem Thema E-Fuels? Wie ist da euer Beitrag? Wie positioniert ihr euch da in der nächsten Zeit? Ja, Mike, auch von meiner Seite erstmal vielen Dank, dass ich an dieser Diskussion teilnehmen darf. Wie du selbst weißt, ich bin Wirtschaftsingenieur und habe 25 Jahre in der Automobilindustrie gearbeitet, und man beschäftigt sich dort schon länger mit diesen Themen. Und ich habe, als Lösung, um möglichst schnell innerhalb der nächsten 5 Jahre oder wenn wir bis 2030 diesen Abschnitt sehen, glaube ich, keine andere Lösungsmöglichkeit, als auf E-Fuels zu setzen, neben sicherlich, wie du vorhin auch angedeutet hast, Elektromobilität, die einen gewissen, gerade wenn man die Berechnungsgrundlagen sieht, den Automobilherstellern gewisse Vorteile einräumt. Aber wir haben Bestandsflotten. Wir haben 47 Millionen PKWs in Deutschland. In Europa haben wir 290 Millionen Autos fahren. Ja? Wir können doch nicht von heute auf morgen zum einen die Leute enteignen, aber auf der anderen Seite haben wir sehr ehrgeizige Umweltziele. Das heißt, wir werden vielleicht 2030 von diesen 290 Millionen 10% Elektrofahrzeuge haben. Wie wollen wir diese ehrgeizigen Ziele erreichen? Und da, glaube ich, ist das sicherlich die Lösung. Ja? Einmal Bestandsflottenschutz, schnelle Ergebnisse, was CO2-Werte betrifft. Die Infrastruktur ist weltweit vorhanden. Wir müssen nicht wie jetzt erst anfangen, Deutschland aufzugraben oder Europa aufzubuddeln und große Starkstromleitungen zu verlegen. Wir schaffen es ja noch nicht mal von Offshore-Windparkanlagen in Norddeutschland ein Kabel bis nach Bayern zu legen. Ja, das werden wir zwar wahrscheinlich kaum noch erleben, vielleicht wenn wir irgendwann im Seniorenheim sitzen. Deswegen ist das, glaube ich, der schnellste Weg, die Dekarbonisierung hinzubekommen. Ja. Und nur, ich habe die Entwicklung gesehen, schon vorher bei Biofuels, jetzt, wie gesagt, bei E-Fuels. Das geht sehr schnell. Und ich glaube, das ist eine effiziente Möglichkeit, dies zu tun. Und es gibt schon einige Fahrzeuge, die das schon vor 10 Jahren konnten. Das wurde nur nicht, und da kommen wir zu dem, was gesagt wird, teilweise von der Politik so aufgenommen. Gott sei Dank haben wir da jetzt heute 2 Parteienvertreter am Tisch, die den Dingen viel aufgeschlossener entgegenstehen.
Und ich glaube, da kämen wir einen großen Schritt weiter, das zu unterstützen. Ja? Ebenso auch, was wir noch angesprochen hatten, die Effizienz. Auch da gibt es extreme Verbesserungen. Sie ist da teilweise 6 bis 7 Mal schlechter. Wir können einen aktuellen Realfaktor von halb so schlecht wie normale Benzinfahrzeuge darstellen. Das könnte noch bedeutend besser werden. Und ich meine, wenn wir uns jetzt mal die extremen Entwicklungsschritte dort angesehen haben, die in den letzten 3, 4 Jahren passiert sind, ist eine ganz hervorragende Entwicklung. Ja. Des Weiteren könnte ich mir auch vorstellen, wir reden von den hohen Preisen aktuell noch. 2 Euro, 2,50 Euro, 2,80 Euro. Ja. Wenn wir jetzt allein nur dort mal sehen, Leute, die dann vielleicht E-Fuels tanken, haben einen Sprit, der steuerbefreit ist, dann sieht die ganze Geschichte schon mal ganz anders aus. Ja. Sehen Sie auch teilweise, wie sich die Ladekosten an Elektrosäulen verändern, wenn man plötzlich mal Realkosten rechnet. Dann sieht das auch wieder plötzlich ganz anders aus, sprich schlechter für das E-Fahrzeug. Also es gibt eine ganze Menge Fragen. Ich glaube, da kommen wir heute Abend vielleicht noch einen Schritt weiter, wenn wir das mal gerade in dieser Runde diskutieren können. Ja, vielen Dank, Lutzleif Linden, für deinen Beitrag zu dem Thema. Ich glaube auch, das ist ein erster Schritt heute erst, den wir da tun. Wenn wir sagen, wir wollen wirklich technikoffen das Ganze handhaben, und eines dürfen wir ja nicht vergessen, letztlich bestimmt ja der Käufer, was er am Schluss haben will. Das ist etwas, was mich wahnsinnig in dieser Diskussion auch immer aufregt und wo ich mich über die Grünen wirklich ärgern muss, dass sie den Menschen vorschreiben wollen, welche Art von Mobilität sie nutzen müssen, ja, und in Zukunft nicht mehr nutzen dürfen. Und ich glaube, darf ich noch mal kurz einhaken. Ja. Ich sehe das, wir reden jetzt die ganze Zeit vor allen Dingen über privaten Verkehr oder Individualverkehr und Pkw-Verkehr. Ja, und LKWs hatten wir auch angesprochen. Das Thema ist auch, lass uns das Thema auf Flugzeuge ausweiten. Lass uns das Thema auf die großen Containerschiffe, 15.000 Containerschiffe fahren da draußen rum. Wenn die morgen alle mit E-Fuels fahren würden, dann bräuchten wir uns hier gar nicht mehr über das Thema Individualverkehr auseinanderzusetzen. Ja? Und da sind für meine Begriffe noch viel, viel interessantere Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass es viele Verkehrsträger betreffen wird, Flugzeuge und Containerschiffe wohl als allererstes, weil du kannst in einem Großraumflugzeug keine riesige Batterie mitschleppen, die wäre viel zu schwer. Ähnliches gilt für Schiffe. Das heißt, wahrscheinlich betrifft es diese Verkehrsträger als allererstes und nützt dann natürlich der CO2-Bilanz natürlich auch am stärksten. Auf der anderen Seite sind natürlich, wie du gesagt hast, mit 47, 48 Millionen PKWs in Deutschland natürlich mit Abstand die meisten Menschen betroffen. Und deswegen wird dieses Thema natürlich auch so breit akzeptiert. Herr Ellobeit, als Protagonist hier aus dieser Branche und für diese Branche sind Sie natürlich besonders engagiert und natürlich auch besonders gefragt als Präsident des Bundesverbandes Freier Tankstellen mit weit über 1.000 Tankstellen. Können Sie uns das Thema auch ein bisschen technisch näher bringen und was halten Sie davon und wie glauben Sie, dass die Entwicklung sein wird? Ja, guten Abend nochmal in die Runde. Ja, die E-Fuels, wir haben ja heute die Kraftstoffe, die wir heute tanken, ist das Benzin oder Diesel, das sind ja unterschiedlich lange Kohlenwasserstoffketten, aber es sind Kohlenwasserstoffe. Wenn wir über E-Fuels sprechen, dann sprechen wir auch über Kohlenwasserstoffe, die wir CO2-neutral gewinnen. Den Kohlenstoff in der Regel absorbieren wir aus der Luft oder möglicherweise aus der Industrie, je nachdem, was gerade zur Verfügung steht. Das ist der Kohlenstoff. Den Wasserstoff gewinnen wir, um CO2-neutral zu sein, eben aus Windenergie oder Photovoltaik über Elektrolyse. So, dann haben wir den Kohlenstoff, wir haben den Wasserstoff, der CO2-neutral gewonnen wurde. Im Syntheseprozess entsteht dann die Kohlenwasserstoffkette. Das ist dann wieder das Produkt, was wir genauso verwenden können, was die gleiche Qualität hat, wie es ein Diesel oder ein Benzin entsprechend hat. Die Verfahren, das ist ja oft auch die Diskussion, gibt es das Produkt überhaupt schon? Und wenn, wir sprachen vorhin vom Champagner, ist es überhaupt noch irgendwo schon sozusagen tastbar? Kann man das schon tanken? Auch das ist es, kann man jetzt schon sagen, in der Vergangenheit gab es ja mehrere kleine Mikrolabore, in denen das vorbereitet wurde, in denen man kleinere Mengen auf Laborebene hergestellt hat. In Stuttgart und in Dresden gab es das.
Und wir können jetzt schon sagen, als Bundesverband Freie Tankstellen, dass es wahrscheinlich schon gegen Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres zum ersten Mal das Produkt auch an den Tankstellen kleineren Mengen zur Verfügung stehen wird und entsprechend getankt werden kann. Vielleicht noch zu meinen Vorgängern. Ich bin eigentlich ganz begeistert, dass wir hier in der Runde so einen klaren und nüchternen Blick auf die Technologie haben. Ich merke ganz deutlich, dass da schon viel Hintergrund da ist, dass großes Interesse da ist. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man mit anderen Parteien spricht. Und da würde ich mir auch wünschen, dass wir da eben das, was vor allem von Herrn Blume und Herrn Luxisch gesagt wurde, wir sollten technologieoffen sein. Das heißt eben, das Hauptziel ist die Dekarbonisierung und nicht die selektive Energie- und Technologieförderung, wie sie im Augenblick tendenziell eigentlich zu erkennen ist. Wichtig ist, dass wir eben nicht mit nur rein über Technologievorschriften folgen, sondern wir sollen in der Lage sein, Klimaziele zu erfüllen. Und dazu gehört auch klimaneutrale Kraftstoffe eine Chance zu geben. Ich denke, dass am Ende wahrscheinlich alles kommen wird, alles kommen muss. Wir haben mittlerweile einen Green Deal. Wir beschleunigen gerade die CO2-Anforderungen, die wir uns stellen. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass E-Fuels eine Chance haben sollten oder bekommen müssen, um tatsächlich die Klimaschutzziele zu erreichen. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben. Wir sehen im Augenblick Deutschland, wir sehen ein bisschen Europa. Aber wir haben Regionen auf der Welt, die noch erheblich wachsen werden. Wir werden in Afrika, haben wir heute große Städte, wir werden dann Megacities bekommen. Und auch die werden nicht alle batterieelektrisch fahren, sondern die werden nach wie vor noch mit dem Verbrenner fahren. Und da dürfen wir nicht nur Deutschland und Europa sehen, wir müssen da den weltweiten Aspekt auch noch entsprechend sehen und berücksichtigen. Deswegen ist die Entwicklung dieser Technologie wichtig, damit wir da weltweit dezentral Energien, eine Energieversorgung aufbauen können. Und einen Punkt muss man auch sehen, wir haben hier auch eine ganze Menge Hybridfahrzeuge. Und auch die werden ja noch lange im Markt sein. Und auch die müssen die Chance bekommen, mit klimaneutralen Kraftstoffen betankt zu werden. Ja, vielen Dank, Herr Elobeit, für Ihre Ausführungen. Ich glaube, wir haben heute da wirklich eine, und so verstehe ich das auch, eine gesunde Mischung aus Technik, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Markus, an dich eine erste Frage, bevor ich dann in die interaktiven Zuschauerfragen einsteige. Übrigens, wie gesagt, Sie schreiben uns schon viel in unseren Chats. Wir haben da eine Reihe von Fragen, die wir dann auch beantworten möchten. Nadine wird das gleich dann für uns erledigen. Und übrigens, man kann auch unten die Hand heben bei Zoom, wenn man reingeschaltet werden will. Auch das könnten wir gerne mehr ausprobieren. Aber Markus, an dich die Frage. Das Land Baden-Württemberg hat hier einen Antrag, der liegt mir vor, vom 15. Dezember stammt der, Entschließung des Bundesrates, mehr Klimaschutz im Verkehr erreichen durch klimafreundliche und alternative Kraftstoffe. Da geht es genau um das Thema E-Fuels. Könnt ihr euch vorstellen, aus Bayern diesen Antrag mitzutragen? Setzt ihr euch mit dem schon auseinander oder bringt ihr da vielleicht sogar was Eigenes ein oder noch Dezidierteres oder Forscheres? Die Frage ist ja, braucht man einen Antrag oder muss man es nicht einfach machen? Und weil ich vorhin auch im Chat gelesen habe, was machen wir eigentlich? Also wir bauen in Bayern seit 2019 ein Forschungszentrum auf für synthetische Kraftstoffe in Straubing. Das hat sich genau dem Ziel verschrieben, zu überlegen, wie man aus Biomasse oder aus Überschussstrom eben zu erneuerbarem Sprit kommt. Darüber hinaus hat der Bund ein Programm aufgelegt, habe gerade noch mal nachgeschaut. Bis Ende 2024 sollen erneuerbare Kraftstoffe mit insgesamt 1,54 Milliarden Euro gefördert werden. Das ist schon eine Menge Holz, eben sowohl für die Förderung der Entwicklung wie auch den Aufbau von entsprechenden Anlagen und Anlagengrößen. Also jeder Antrag ist gut und wenn Baden-Württemberg und andere Länder da auch mitziehen, ist richtig. Was wir insgesamt brauchen, ist eine Wasserstoffstrategie, eine Strategie für erneuerbaren Sprit mit Ambition, wie das auch andere Länder haben. Deswegen ist es gut und von Andreas Scheuer auch da sehr wichtig auf den Weg gebracht, dass wir in Deutschland auch eben eine entsprechende Wasserstoffstrategie haben, eine Wasserstoffinitiative, wie sie in vielen anderen Teilen der Welt auch schon vorhanden ist.
Lass mich eine Frage bitte noch beantworten, die ich vorhin auch im Chat gelesen habe. Das kam während meiner Einleitung. Die Frage, inwieweit das, was ich jetzt gesagt habe, möglicherweise im Widerspruch steht zu der Aussage von Markus Söder, dass bis 2035 der Verbrenner wahrscheinlich verboten werden wird. Markus Söder hat damals vom Ende des fossilen Zeitalters gesprochen. Und ich glaube, jeder in der Automobilindustrie, der beschäftigt sich mit der Frage, was nach dem fossilen Zeitalter kommt. Da geht es nicht um eine Antriebstechnologie, sondern da geht es um die Frage, welcher Treibstoff dann am Ende genutzt wird. Und dass wir hier erneuerbar werden müssen, steht völlig außer Frage. Das heißt, der Verbrenner kann tatsächlich Zukunft haben, und zwar in der Weise, wie wir das heute diskutieren. Aber die Verbrennung von ganz klassisch von Öl, das wird ein Enddatum haben. Da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Und ein letztes vielleicht noch, auch das oft gefragt, woher kommt diese Fixierung auf die Elektromobilität? Also ich glaube nicht, dass die Politik, also manche Teile der Politik, die Grünen sind sehr fixiert auf Elektromobilität, wenn sie nicht Auto generell ablehnen. Jenseits davon, glaube ich, muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass es weltweit natürlich eine Elektrifizierung des Automobils gibt. Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs, die findet so oder so statt. Und die Frage ist dann eher, was der Energieträger ist. Das ist eine weltweite Entwicklung, die tatsächlich verschiedene Ursachen hat. Aber es wäre für die deutsche Automobilindustrie geradezu fahrlässig, wenn man mit Blick auf die größten Märkte der Welt dann um dieses Thema einen Bogen machen würde. Da müssen wir dabei sein. Aber eben der Punkt ist, es wird nicht die alleine selig machende Antriebsform sein. Okay, vielen Dank. Dann haben wir jetzt hier einige Zuschauerfragen bekommen. Das scheint also ein sehr gutes Thema zu sein. Vielleicht die erste Frage an Olli Luksic von Tommy K. Warum hat man sich nicht früher Gedanken um E-Fuels für Verbrenner gemacht? Ich glaube, den Gedanken gibt es schon lange. Die Frage ist jetzt nur, was sind die Rahmenbedingungen, damit das schnell in den Markt kommt? Auf der einen Seite müssen die fossilen Kraftstoffe verteuert werden. Das findet ja gerade statt. Allerdings auf der nationalen Ebene haben wir ja gerade jetzt zum 1.1. an der Tankstelle gemerkt, ich bin dafür, das europäisch über den Zertifikatehandel zu machen. Und dann muss man die Preise für E-Fuels nach unten bekommen. Und das geht dann, wenn ich dazu einen Markt schaffe. Und da gibt es eben zwei Instrumente. Das eine wurde eben angesprochen. Da bin ich positiv überrascht von dem Antrag aus Baden-Württemberg. Da geht es darum, A, das überhaupt mal zuzulassen. Ich bin letztens mit dem Auto mal gefahren mit reinen synthetisch hergestellten Kraftstoff. Das geht wunderbar, völlig ohne Probleme. Ist auch in den Niederlanden möglich zu kaufen, in Deutschland noch nicht. Das verhindert vor allem das SPD-geführte Umweltministerium. Also es ist zum einen, dass wir eine Beimischquote schaffen. Und die zweite ganz große Regulatorik, die entscheidend ist, sind die sogenannten Flottengrenzwerte. Und solange wir an dieser Schraube nicht drehen, wird der Preis nicht runterkommen und es wird nicht in den Markt kommen. Deswegen muss ich an dem Punkt eine leicht andere Nuance einbringen. Es ist natürlich schon so, dass es zwar weltweit viel bei der Elektrifizierung gemacht wird, aber es ist vor allem der Heimatmarkt Europa, wo die Gesetzgebung ganz einseitig auf die E-Mobilität ausgerichtet ist, weil es eben innerhalb der Grenzwerte diesen Kredit quasi gibt. Also das heißt, BMW, um einen Verbrenner verkaufen zu können, um das Ziel von 95 Gramm CO2 pro Kilometer zu erreichen, müssen die auch Batteriefahrzeuge, mit denen sie kein Geld verdienen, in den Markt bringen, weil das sogar noch als Kredit angerechnet wird. Und solange wir nicht an diese Regulatorik rangehen, werden E-Fuels keine Chance haben. Und das ist im Moment leider die herrschende Gesetzgebung. Da müssen wir dringend dran. Sonst wird, wenn wir einfach die jetzige Politik weitermachen, wird E-Fuels sehr langsam in den Markt kommen, dann werden sie mit Verspätung bei der Luftfahrt landen, weil der Preis noch hoch ist und dann erst sehr, sehr spät für PKWs oder LKWs zur Verfügung stehen und dann wird es dort zu spät sein. Also insofern ist da dringend mehr Tempo notwendig. Genau, das hatte auch Daniel C., ein Zuschauer, gesagt, ob es dann ehrlich und realistisch eigentlich noch eine Chance gibt, umzulenken und E-Fuels zu weiterzuentwickeln, da ja sogar weltweit jetzt beschlossen wurde, dass alles auf Elektromobilität gesetzt wird. Also du sagst, die Diskussion macht quasi noch Sinn, aber man muss sich beeilen. Also es ist wirklich die letzte Eisenbahn, wer mit der Automobilindustrie redet, die richten sich ja nach dem aus, was in den großen Märkten Europa, Amerika, China beschlossen wurde. Und wir haben jetzt in Brüssel die CO2-Gesetzgebung 95 Gramm, jetzt runter auf 65.
Strafzahlungen pro Fahrzeug pro Gramm CO2 und da zählt eben das batteriegetriebene Fahrzeug als Kredit. Also insofern ist jetzt die allerletzte Eisenbahn, weil jetzt wird das Ganze, gibt den sogenannten Review davon gerade in Brüssel. Jetzt ist die Frage, wird das noch weiter verschärft und öffnet man auch das Ganze, weil das Problem ist die Bemessung. Also das E-Fahrzeug wird ja mit null angerechnet. Das ist der eine Fehler, weil man eben nur auf den Auspuff schaut und nicht ganzheitlich das Thema angeht. Also Elektrifizierung des Verkehrs wird übrigens auch ziemlich viel Strom kosten. Das ist in der ganzen Gleichung auch noch nicht ganz genau beantwortet. Und das zweite ist eben diese Anrechenbarkeit schaffen. Und ja, das muss jetzt in den nächsten Jahren passieren. Sonst wird der Verbrenner nicht mehr weiterentwickelt. Und ja, gleichzeitig wird ja auch national sehr stark subventioniert mit Kaufprämien etc. Die batteriegetriebenen Fahrzeuge. Und da haben wir jetzt einen immensen Kostendruck in der Industrie. Das merken wir jetzt ja auch gerade bei Herstellern, bei Tier-1-Suppliern, was das für Auswirkungen hat, auch auf Arbeitsplätze. Super, vielen Dank. Dann eine Frage an Herrn Ellobeit von Michael Trutzel. Was spricht eigentlich gegen E-Fuels? Wir haben ja jetzt gehört, was alles dafür spricht, aber vielleicht einfach mal provokativ. Was spricht dagegen? Ich würde ganz gerne kurz auf meinen Vorredner eingehen und zwar eins ergänzen, weil wir haben gerade darüber gesprochen, über die Chancen Zeitdruck bei E-Fuels, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Im Augenblick wird E-Fuels noch sehr in Fachkreisen besprochen und teilweise in der Politik oder von, sagen wir mal, sehr technisch orientierten Kreisen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass auch der Endverbraucher, also der Autofahrer eigentlich weiß, dass er mit E-Fuels nach wie vor sein Fahrzeug klimaneutraler weiterfahren kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil er kann seinen neu erworbenen Wagen weiterhin noch viele Jahre nutzen. Und das sind Botschaften, die halte ich für ganz, ganz wichtig. Deswegen halte ich es für wichtig, dass es da wirklich Know-how-Transfer gibt in die Gesellschaft, in die breite Masse. Der andere Punkt, das spricht gegen E-Fuels. Es ist sicherlich so, wir haben im Augenblick leider nicht die optimalen Startvoraussetzungen. Wir brauchen politische Rahmenbedingungen, damit wir zu Lernkurven kommen, damit Investitionen E-Fuels sich lohnen, um so entsprechend den Markthochlauf zu gewährleisten. Was im einen Fall allgemein gesagt wird, ja, die sind ja eigentlich viel zu teuer, wir liegen da deutlich über 2 Euro, 2,50 Euro. Das wäre ganz am Anfang so gewesen, wir gehen immer stark davon aus, und das sagen auch die diversen Gutachten, die wir haben, dass wir da preislich deutlich unter 1 Euro kommen werden. Und deswegen, das glaube ich, dann wieder für Klimaschutz ein wirklich sehr, sehr guter Preis ist. Es gibt nur einen Punkt der Effizienz, weil das ja, man sagt, die direkte Stromnutzung effizienter. Ich glaube, diese Dinge muss man wirklich dann dem Verbraucher, den Markt überlassen. Ich finde es nicht gut, von vornherein jetzt schon über die technologische Entwicklung einzuschätzen oder sie vielleicht sogar zu begrenzen, die möglicherweise in mehreren Jahren vorhanden sein wird, um solche Produkte zu entwickeln. Vielen Dank, Herr Ellobeit. Vielen Dank an die ganzen Teilnehmer und Mitdiskutanten. Zu einem hätte ich gerne auch noch was gesagt, ergänzend, Herr Ellobeit, raus aus den Fachkreisen ist nämlich ein wahrliches Wort und auch an unsere Politiker, Markus Blume und Oliver Luksic gerichtet. Schreibt euch das vielleicht mal wirklich ganz oben auch auf die Agenda, unter Corona noch, aber irgendwann vielleicht auch mal wieder drüber. Ja, zumindest würde ich mir das wünschen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe mehrere auch Online-Diskussionen jetzt bei dem Thema mitverfolgt und tatsächlich war so technisch zum Teil, da kann der normale Endverbraucher nur wirklich schwer folgen, zumal wenn er von der Materie an sich oder von Mineralstoffen oder Mineralöl sowieso nicht so viel versteht. Also insofern finde ich es gut, dass man sich dem Ganzen jetzt öffnet und wir tun das auch. Wir haben mit unserer Facebook-Seite damit angefangen, aber auch als Automobilclub finden wir es wichtig, weil es einfach für die Autofahrer ein wichtiges Thema ist. Wir haben einen Zuschauer, den wir gerne mit reinholen würden. Können wir das machen? Genau. Albert Dün hat eine Frage. Albert, hörst du uns? Ja, ich höre euch. Hört ihr mich? Ja, wunderbar. Okay. Ja, erstmal herzlich willkommen und Grüß Gott in die Runde. Vielen Dank, dass ihr mich aufgenommen habt. Ich habe natürlich zwei Fragen. Erstens, inwieweit ist unter Politikern verbreitet der Energieerhaltungssatz?
dass nämlich die Energie, über die wir jetzt reden, auch E-Fuels oder Wasserstoff, muss natürlich erstmal gewandelt werden aus einer anderen Energiequelle heraus. Das ist Punkt eins, ob das allen klar ist. Und das zweite ist, ist es nicht so, man sollte mal die Leasingkosten untersuchen, 2019 zu 2020. Meiner Meinung nach sind nämlich die Leasingkosten für Autos unglaublich gesunken aufgrund der unwahrscheinlichen Förderung durch den Staat. Da kosten die Autos fast nichts mehr. Auch ich bin in den Genuss gekommen. Ich habe mir einen neuen BMW X5 geholt und habe quasi einen Mini dazu bekommen. Und das kann ja wohl nicht der Sinn der Sache sein, dass wir das Geld einfach verschleudern. Das heißt also, dass die Allgemeinheit aufkommt für die Steuersenkungen von wenigen Nutznießern, die sich ein Auto kaufen. Das kann nicht der Sinn der Sache sein. Dann, finde ich, sollte lieber die Industrie das Geld bekommen, weil die viel schärfer daran arbeiten kann. Danke. An wen ist die Frage, Albert? Ja, man könnte sagen, sie ist eigentlich an den Mike, weil der Mike den größten Überblick über die Sache hat. Gebe ich gerne ab. Mikrofon, Michael. Habe ich doch das Mikro vergessen. Also Albert, herzlichen Glückwunsch zu dem schönen Auto auf jeden Fall und zu dem, was du dazu bekommen hast. Tatsächlich eine Entwicklung, die wir auch so absehen können und wo wir gespannt sind, wie sich das Ganze so weiterentwickelt. Ob es in diesem Zusammenhang mit diesem unseren Thema steht, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, unabhängig davon müssen wir dieses Thema auf jeden Fall weiter vorantreiben. Ich glaube, alle haben wir unsere Aufgaben. Wir als Automobilclubs haben wir Aufgaben. Ich glaube, der Staat hat seine Aufgaben zu erfüllen und am Schluss die Hersteller haben das Ganze natürlich auch zu erfüllen, die ist, glaube ich, in den letzten 2-3 Jahren ziemlich gescholten und geprügelt wurden für etwas, für das sie oft nicht konnten oder nicht so viel konnten. Ja, da wurde geschummelt und gemogelt zum Teil, aber erstens nicht alle und alle über einen Kamm scheren, fand ich die falsche Methodik. Und zweitens muss man da nach vorne schauen und das Ganze sich auch wieder entwickeln lassen und auch wieder Ruhe da reinbekommen. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem ganz guten Weg. Okay. Dann nochmal eine ganz andere Frage von mehreren Leuten jetzt. Vielleicht an Herrn Linden. Ist es richtig, dass der vorhandene alte Pkw-Bestand mit E-Fuels betrieben werden kann? Ohne Umrüstung und ohne Software-Anpassung kann also jeder Pkw mit Verbrenner die E-Fuels nutzen, ohne dass es irgendwelche Nachteile gibt? Ein Teil der Fahrzeuge kann entweder mit Beimischungen oder mit totalen E-Fuels betrieben werden, ne? Das ist definitiv möglich. Okay. Und wo kann man E-Fuels nutzen? Also kann ich das jetzt nur in meinem Auto nutzen oder gibt es auch andere Anwendungsbereiche? Wie wir eben schon besprochen hatten, also sie wären auch für andere Verkehrsträger durchaus eine Alternative. Das heißt für die Schifffahrt, das heißt für LKWs, Containerschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Flugzeuge, ebenso auch Heizungen, Ölheizungen etc. Also es gibt unglaublich viele Einsatzgebiete eigentlich für E-Fuels. Okay, danke dir. Vielleicht noch einmal Hand gehoben von Lorenz Kiene. Ich würde einmal eine Sprecherlaubnis erteilen. Können Sie mich hören, Herr Kiene? Ja, ich kann Sie hören. Können Sie mich auch hören? Genau, wir hören Sie gut. Vielleicht einmal, an wen die Frage gehen soll und einmal kurz die Frage stellen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das Thema Energiewende muss man global denken. Und insofern kommen wir um E-Fuels nicht rum. Batterie und Wasserstoff ist natürlich ein Ansatz, den man auch nicht negieren sollte, sonst polarisiert man zu sehr. Aber wenn wir uns einfach mal vorstellen, wie bei minus 40 Grad in Alaska eine Batterie geladen werden soll oder wie die Batterieinfrastruktur in Pakistan dann in 10 Jahren aussieht, dann kann man sich die Frage schon selbst sehr schnell beantworten, dass E-Fuels einfach unabdingbar ist für die Energiewende. Eben kam das Thema auf, insofern die Frage an die Politiker, welche Strategie glauben Sie zu fahren, um in die breite Öffentlichkeit dieses Thema wirklich zu bringen?
Denn tatsächlich, ich hatte es eben auch schon in den Chat als Idee reingestellt, empfindet man manchmal die Diskussion sehr technisch, sodass, ich sage immer etwas platt, Lieschen Müller, sich gar nicht mehr abgeholt fühlt und gar nicht mehr folgen kann. Das ist der eine Punkt. Und an Herrn Haberland, an den Verein, hätte ich die Frage, könnten Sie sich vorstellen, um sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit bis zum September auch zu unterstützen, vielleicht ein Projekt zu initialisieren, wo Sie vielleicht innerhalb dieses Verbandes bei Ihnen gemeinsam zu einem E-Fuel-Projekt aufbauen, also aufrufen, sodass man dieses Projekt Stück für Stück aufbauen kann? Vielen Dank, Herr Kiene. Herr Blume oder Herr Luxitsch, wer möchte als erstes antworten? Ich denke, wir haben alles richtig gemacht bei dem Thema, wenn die Bevölkerung das in keiner Weise als Belastung erfährt oder auch nicht extra ein Seminar gebucht haben muss, um zu verstehen, was da eigentlich passiert, sondern es einfach selbstverständlich Einzug hält. Wie früher beispielsweise das Thema der Beimischung ist ja auch mordsmäßig diskutiert worden und heute ist es selbstverständlich. Und so stelle ich mir das auch bei E-Fuels vor. Das kann eine sehr sinnvolle Ergänzung in dem künftigen Mobilitätsmix sein, und zwar eine, wo keine großen Umrüstungen oder dergleichen notwendig sind, beziehungsweise auch für bestimmte Spezialanwendungen. Vorhin ist mal der Luftverkehr angesprochen worden. Da ist es vielleicht sogar zentral, einen sehr energiedichten Kerosinersatz zu finden. Also überall in den Bereichen, wo ich sonst mit anderen Dingen nicht weiterkomme, wird das eine sehr interessante Form sein. Und nochmal, weil die Frage auch ein paar Mal gestellt wurde, warum machen wir nicht mehr? Naja, 1,56 Milliarden Euro ist ja schon eine Menge. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir den Hochlauf hinbekommen, dass dass E-Fuels flächendeckend auch zur Verfügung stehen. Und die Infrastruktur, das ist ja das Gute, die Infrastruktur mit dem Tankstellennetz in Deutschland ist vorhanden. Das heißt, man muss hier nichts Neues aufbauen, sondern man kann, wenn in größerem Maßstab E-Fuels zur Verfügung stehen, dann einfach loslegen. Vielen Dank, Herr Blume und Herr Dr. Haberland. Ja, Michael, dann, ich sage auch nur eine ganz kurze Ergänzung. Ich sehe es ähnlich. Es muss halt anfassbar werden. Es gibt ja zum Beispiel diesen sogenannten Care-Diesel, bin da selber mal mit gefahren, also synthetisch hergestellten Diesel. Und das muss einfach in der Praxis möglich gemacht werden. Das ist bisher noch nicht möglich. Und das Zweite ist, wie gesagt, A, im Auto und B, im Flugzeug. Da gibt es schon eine Reihe an Projekten in der Luftfahrtindustrie. Da werden wir sehr bald sehen. Das würde jetzt sofort schon gehen, dass Flugzeuge auch mit synthetisch hergestelltem Kerosin fliegen aus überschüssigem Windstrom. Dazu gibt es übrigens auch ein Projekt der Bundesregierung mit der Luftfahrtindustrie. Das ist sehr schnell möglich. Und das Zweite sind, wie gesagt, die Beimischungsquoten. Das wird gerade in der Politik diskutiert. Da gibt es innerhalb der Bundesregierung zwischen den Ressorts unterschiedliche Meinungen. Aber genauso wie man alternative Treibstoffe beimischen kann, geht es auch mit synthetisch hergestellt. Also wir müssen es anfassbar und erlebbar machen. Und dann wird das sehr schnell auch breite Akzeptanz haben. Das glaube ich auch, so sehe ich das auch. Und wir dürfen eins nicht vergessen, der Diesel hat gerade 125-jähriges Jubiläum im Übrigen gefeiert. Ja, eigentlich hätten wir das alles feiern müssen, aber dann kam natürlich die große Diesel-Diskussion da irgendwie dazwischen und Rudolf Diesel ist irgendwie runtergefallen. Was mir sehr leid tat für diesen Motor, der ein einzigartig erfolgreicher Motor, ein effizienter Motor ist und auch noch dazu sparsam. Und manche böse Zungen behaupten, die modernen Dieselmotoren saugen in Berlin schmutzigere Luft an, als sie hinten dann wieder rauslassen. Aber natürlich nur böse Zungen. Aber zu der Frage noch von Herrn Kiene. Das sagt Bosch. Zu der Frage noch von Herrn Kiene. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, sowas auch zu begleiten als Automobilclub. Dafür sind wir ja da. Und zwar eben wirklich technikoffen und auch diskussionsoffen. Nicht nur ein Produkt, sondern mehrere Produkte. Genauso, das ist unsere Aufgabe auch als Automobilclub. Und deswegen haben wir auch verschiedene Portale. Wir haben verschiedene Kommunikationskanäle, wo wir das machen. Und ja, warum nicht? Also wenn Sie da etwas haben, dürfen Sie es uns gerne schicken. Okay. Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Ellobeit. Der Thiago Holz fragt, wie wird der synthetische Kraftstoff, wenn er bei den Tankstellen angeboten wird, an der Zapfsäule bezeichnet und an welchen Tankstellen würde das der Fall sein? Also wir haben noch keine, die das machen, wir haben noch keine konkrete Bezeichnung dafür. Es ist so, dass dieses Produkt
gerade zugelassen wird und entsprechend die Zulassung vorbereitet werden. Das wird aber keine, da rechnen wir mit keinem Problem. Das wird sicherlich kurzfristig der Fall sein. Und wie wir auch gerade gehört haben, es gibt da schon Testmotoren, da gab es überhaupt keine Probleme. Es ist ein hochqualitativer Kraftstoff. Er wird ja zu Beginn ohnehin in kleineren Mengen beigemischt werden. Und das wird man entsprechend auszeichnen. Wenn das dann die ersten Tankstellen, das wird in der Region Norddeutschland voraussichtlich sein, wo das Produkt zu haben sein wird, verfügbar sein wird für den Kunden, werden wir das entsprechend auch dann über die Verbände bewerben. Ob es einen separaten neuen Namen geben wird, das ist noch zu früh, um das jetzt zu beurteilen. Aber sicher ist auf jeden Fall, Sie können diesen Kraftstoff gefahrlos ohne weiteres in Ihrem Fahrzeug betanken. Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe Teilnehmer, wir haben tatsächlich 18.57 Uhr und ich finde, diese Diskussion war ausgesprochen kurzweilig. Wir haben wirklich viele Zuschauer oder Zuhörer gehabt. Ich konnte es noch nicht genau addieren, aber ich schätze mal, es waren mindestens 2.000 in der Summe am Schluss. Und ich würde mich über, weil wir noch 3 Minuten haben, über eine kurze vielleicht Schlussrunde freuen von allen Teilnehmern, wo jeder, na sagen wir mal ungefähr eine halbe Minute bis Minute Zeit hat, sich zu dem Thema noch mal zu äußern und sich auch etwas wünschen zu wollen, zu dürfen oder was er konkret in der nächsten Zeit für seinen Verband, für sein Unternehmen oder die Partei hier bei diesem Thema mit anstoßen würde und ob wir uns dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, sagen wir mal in einem Vierteljahr, genau in dieser Runde nochmal treffen, genau wieder zu diesem Thema und schauen mal, was da mittlerweile draus geworden ist. Drum würde ich sagen, wir fangen jetzt in umgekehrter Reihenfolge vielleicht an. Herr Elobeit, vielleicht Sie halbe Minute bis Minute, was Sie sich wünschen, vorstellen können und was Sie konkret auf den Weg bringen könnten. Also ich wünsche mir, und da passt die Runde eigentlich gut, auf das, was mehrere schon gesagt haben, was ich glaube, die Zuhörer sich auch wünschen, wirklich die Technologieoffenheit, damit wir ein Fair Play haben und nicht eine selektive Förderung einseitiger Energien, wie es derzeit die Elektromobilität oder batterieelektrisch ist, sondern das eine ergänzt das andere. Auch E-Fuels ist im Endeffekt ein Teil der Elektrifizierung. Ich sehe da keinen Widerspruch und deswegen mein Wunsch an die Politik, Technologieoffenheit, damit E-Fuels den richtigen Rahmen haben, eine Chance bekommen, um sich zu entwickeln, weil der Nachweis über die Funktionalität ist da und die Notwendigkeit vor allen Dingen im Rahmen der Dekarbonisierung ist unbestritten. Daher vielen Dank. Vielleicht abschließend noch, weil das ist jetzt auch gerade häufig ein Thema gewesen. Ich denke, es gibt auch da eine Gemeinsamkeit mit dem Automobilclub. Wir selbst haben als Verband zum 1.1. zum Thema E-Fuels eine neue Homepage ins Leben gerufen, efuels-today.com. Da kann man sich rund um E-Fuels, den aktuellsten Stand zur Gesellschaft, zur Qualität, zu Standorten, zum Stand der Diskussion immer ausreichend informieren. Wer Interesse hat, kann da gerne nochmal einen Blick drauf werfen. Ja, vielen lieben Dank, Herr Elobeit. Ich glaube, ja, das ist eine gute Initiative, die Sie da persönlich Sie auch ins Leben gerufen haben. Eine von vielen Initiativen, wie wir es auch getan haben. Ich glaube aber auch, dass es eben nicht bei einer Initiative sein kann, sondern die Pluralität ist das Schöne an dieser ganzen Geschichte. Und je mehr hier mitmischen, umso besser. In dem Fall gilt das Motto nicht, viele Köche verderben den Brei, sondern viele Köche machen den Brei. Als nächstes Lutz Leif-Linden. Lutz, was wünschst du dir denn in der nächsten Zeit? Ja, was ich mir wünsche oder vielleicht noch schöner, was ich hier erleben durfte. Ja. Wir ziehen alle an einem Strang und das lässt mich hoffen, dass wir, glaube ich, dieses Thema E-Fuels noch auf die Gewinnerstraße bekommen. Zum anderen, ich schaue immer noch in den Chat, wenn ich so ein bisschen zur Seite schaue, hochinteressant, wie interessiert die Menschen zum einen da sind und auch wie technologieoffen die Leute diskutieren. Und sehr positiv, muss ich sagen, gut informiert. Auch das lässt mich hoffen. Zum anderen, wir werden ja einen Antriebsmix haben für die Zukunft. Verbrenner, E-Hybrid, das lässt ja eigentlich die Zukunft in vielen Facetten erscheinen. Und ich freue mich, wenn ich in dem ersten mit vollsynthetischem Sprit betriebenen Rennwagen demnächst sitze. Ja, und das auch quasi immer ein,
Indiz für Qualität und ja, Belastbarkeit und Effizienz ist. Nirgendwo ist es so effizient wie im Rennsport und darauf freue ich mich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, Lutz. Dich im Rennwagen kann ich mir auch gut vorstellen. Oliver Luckschitz, in welchem Rennwagen siehst du dich denn oder siehst du dich da auch? Ich bin wirklich vor wenigen Monaten mit einem Fahrzeug gefahren, rein betrieben mit synthetischen Kraftstoff. Also das geht. Deswegen wünsche ich mir, dass das jedem möglich gemacht wird, der das will. Also in den Niederlanden ist das möglich, das zu erwerben, den synthetisch hergestellten Kraftstoff. Ich wünsche mir, dass es den bald auch an den deutschen Tankstellen gibt. Er muss, damit er in den Markt kommt, auch als Beimischquote jetzt umgesetzt werden. Das ist die sogenannte WET2-Initiative. Und das andere ist in Brüssel, wo wir auch eine ganz einseitige Fokussierung auf die Elektrifizierung haben. Da müssen wir bei den Grenzwerten quasi eine Möglichkeit der Anrechenbarkeit schaffen, weil es eben keine, es ist eben keine Alternative, sondern ein zweiter Weg. Wir müssen also zweigleisig fahren. Das sind meine Wünsche. Und ja, ich hoffe, dass wir das nächste Mal, wenn wir miteinander reden können, auch alle die Gelegenheit haben, noch mit so einem Fahrzeug zu fahren. Es macht auf jeden Fall Spaß, man fühlt sich gut dabei. Und ich glaube, es ist A, in Sachen Nachhaltigkeit für den Bestand wichtig und B, auch industriepolitisch ein ganz wichtiges Signal für unsere Automobilindustrie. Vielen lieben Dank, Oliver Luckschitz nach Saarbrücken. Und Markus Blume, du hast als Teilnehmer, der vier Teilnehmer, jetzt das Schlusswort. Was wünschst du dir und was konkret macht ihr noch? Was steht auf eurer Agenda, auf deiner und auf die von der von Markus Söder nach Corona idealerweise oder jetzt schon und kommt dann verstärkt? Also ich würde mir wünschen, dass wir der ganzen Welt zeigen, dass wir nicht nur Automobilweltmeister in der Vergangenheit waren, sondern auch was die Zukunftstechnologien angeht. Ganz persönlich würde ich mir wünschen, dass wir den ganzen grünen Ideologen hier eine lange Nase drehen und zeigen, der Verbrenner ist am Ende des Tages vielleicht doch eine hocheffiziente Antriebsform und zwar auch nachhaltig mit grünem Sprit betrieben. Und was den persönlichen Einsatz angeht, ich glaube, wir wissen alle um die Bedeutung der Automobilindustrie für Hunderttausende von Arbeitsplätzen in Deutschland, für unseren gesamten Wohlstand im Land. Wir wissen auch um die Verantwortung für den Klimaschutz. Ich glaube, wir können zeigen, dass man mit einer solchen Technologie einen Beitrag leisten kann, beides zusammenzubringen mit den Programmen, die aufgelegt sind und in einer neuen Bundesregierung gerne noch mit mehr Ambitionen. Vielen lieben Dank, Markus Blume, an dich, Oliver Luckschitz, Herr Elobeit und Lutz Leif-Linden, dass ihr euch heute Abend Zeit genommen habt für die Diskussion. Wir bekommen sehr viel Lob hier aus dem Netz, was uns sehr freut, weil es auch wichtig ist. Es ist die erste Veranstaltung, die wir in dieser Form angestoßen haben als Automobilclub. Wir sind ja ein Automobilclub in München. Ich hatte es vorher schon mal erwähnt. Es gibt mehr als einen Automobilclub. Dem einen oder anderen war das vielleicht gar nicht so bewusst, aber ja, es ist so. Und wenn wir als kleiner Club hier so ein bisschen Bindeglied sind zwischen Politik, Branche und Autofahrern, dann machen wir das natürlich sehr gerne und werden auch so eine Veranstaltung gerne wieder ins Leben rufen und Sie natürlich gerne wieder dazu einladen, vielleicht diesmal das nächste Mal sogar noch in einer größeren Form. Wir werden sehen, am Ende des Tages werden wir auf unseren Seiten darüber berichten. Übrigens, wer uns folgen möchte, wie gesagt, unsere Facebook-Seite seit ein paar Wochen aktiv, E-Fuels, der Sprit von morgen für Verbrenner, da lade ich Sie ganz herzlich natürlich dazu ein. Dementsprechend, wir sind jetzt am Ende dieser Veranstaltung, freuen uns, dass Sie sich alle dazu Zeit genommen haben, dass ihr euch dazu Zeit genommen habt. Ich finde es eine super schöne, interessante Veranstaltung gewesen und freue ich mich auf das nächste Mal auch wieder in dieser oder in einer erweiterten Runde. In diesem Sinne, gute Fahrt und kommt gut nach Hause. Alles Gute.